Vision Gold wird Ihnen präsentiert vom Versicherer der deutschen Olympiamannschaft, Zürich. Zwei spektakuläre, rasante Sportarten auf zwei Rädern. Mountainbike, Cross Country und BMX Race. Die einen unterwegs auf kleinen, wendigen 20-Zoll-Rädern, die anderen auf ziemlich großen. Es sind zwei Sportarten des neuen, des jungen Olympias. BMX Race erst 2008 in Peking mit der Premiere. Deutschlands Aushängeschilder Luis Prettauer und Mike Bayer. Mountainbike Cross Country, bereits seit 1996 olympisch, seit 18 Jahren untrennbar verbunden mit dem Namen Sabine Spitz. Und neuerdings mit einer aufstrebenden Nachwuchshoffnung, Helen Grobert. Wir treffen Sabine Spitz zu Hause im Schwarzwald in Bad Säckingen. Seit 20 Jahren lebt und trainiert die Olympiasiegerin von Peking dort zusammen mit ihrem Mann Ralf Schäuble. Die beiden sind ein eingespieltes Team und leben für ihren Sport. Für mich ist die große Faszination am Mountainbikesport, dass man sowohl Ausdauer als aber halt auch technisches Geschick in einem hat und sich natürlich dann auch in der Natur bewegt und weg vom Straßenverkehr ist. Hier in der Abgeschiedenheit des Schwarzwaldes bereitet sich Sabine Spitz auf die großen Wettkämpfe in aller Welt vor. Im Mountainbikesport gibt es vom Sprint bis zum Marathonrennen verschiedene Disziplinen. Olympisch ist jedoch nur eine. Cross Country ist die olympische Mountainbike-Disziplin. Wir haben eine Rundenlänge von ca. 4,5 Kilometer und die gilt es entsprechend oft zu befahren. Das richtet sich dann eigentlich eher nach der Zeit. Also wir haben so eine Wettkampfdauer von 1,5 bis 1,75 Stunden. Eine konditionell und fahrtechnisch anspruchsvolle Strecke. Das ist genau das, was Cross Country ausmacht. In Bad Säckingen hat sich Sabine Spitz zu Trainingszwecken mit Unterstützung der Kommune und des örtlichen Radsportvereins ihren eigenen Trainingsparcours bauen lassen. Die Sabine Spitz Mountainbike Arena. Die Strecke hier haben wir nach Informationen, die wir 2011 in London gesammelt haben, haben wir hier Elemente dann auch hier verwirklicht. Im erfolgreichen Duo ist Ralf Schäuble der Mann im Hintergrund. Ehemann, Manager und Trainerassistent in Personalunion. Die beiden überlassen kaum etwas dem Zufall. Jeder Schritt ist sorgfältig geplant. Ralf Schäuble kennt Sabine Spitz seit mehr als 20 Jahren. Und damit natürlich auch ihr Erfolgsgeheimnis. Ganz besonders zeichnet sie sich ja aus, dass sie eigentlich die Fähigkeit hat, Leistung dann abzurufen, wenn es drauf ankommt. Und das beweisen, glaube ich, speziell die drei olympischen Medaillen. Gold, Silber und Bronze bei Olympia. Ein kompletter Medaillensatz. London waren bereits ihre vierten Spiele. Mit allem angefangen hat es für die 42-Jährige aber im Jahr 2000 in Sydney. Ich hatte damals auch jetzt noch nicht das absolute Leistungsvermögen, um die Medaillen mitzufahren. Aber ich habe einfach durch diese Teilnahme so viel Motivation geschöpft. Und dann kam bei mir wirklich 2001, war dann wirklich so dieser Wiederhebel umgelegt. Und dann sind halt auch die ersten internationalen Erfolge bzw. Medaillen dann auch da gewesen. Olympia als Ursprung einer erfolgreichen Karriere. Bei Sabine Spitz trifft das zu. Seit 2001 sammelt die Ausnahmeathletin fleißig Medaillen bei EMs und WMs, insgesamt 24 Stück. Das alles wird jedoch noch überstrahlt von einem Erfolg, ihrem wichtigsten, Olympiagold in Peking. Ich habe mir dann auch selber gesagt, wenn nicht hier, wo dann? Also weil einfach halt so dieses Anforderungsprofil mir absolut entgegenkam. Dann auch die klimatischen Bedingungen, die in Peking zu erwarten waren, sprachen auch für mich. Also es war halt wirklich alles durchgetaktet und auf diesen Tag X am 23. August 2008 alles ausgerichtet. Sabine Spitz, meine Damen und Herren. Ein Datum knapp 4 Jahre später ist der Deutschen ebenfalls noch bestens präsent. London, 11. August 2012. Wieder Olympia, wieder eine Medaille und wieder eine strahlende Sabine Spitz.
Weil man darf eigentlich letztendlich nicht schon von vornherein jemand zum alten Eisen zählen, weil da spielen so viele andere Faktoren, spielen auch noch eine Rolle. Und man kann auch, wenn man entsprechend seriös lebt und sich gut vorbereitet, kann man auch noch wirklich mit einem etwas höheren Alter als die Konkurrenz, kann man auch noch seine Leistungen abrufen. Es ist schon sehr bemerkenswert, wie es die Athletin täglich aufs Neue schafft, sich zu motivieren. Nach großen Erfolgen den Biss nicht zu verlieren, aber auch nach gesundheitlichen Rückschlägen wie den beiden schweren Verletzungen im vergangenen Jahr stets wieder zurückzukommen. Nach den beiden größeren Verletzungen, die ich vergangenes Jahr hatte, geht man vielleicht das Thema Risikoeinschätzung noch ein bisschen kritischer an. Und sagt sich dann halt auch, okay, also ich wähle jetzt hier vielleicht doch eher die B-Linie, die ein bisschen einfach ein Zeitdefizit dann mit sich bringt, aber halt mir auch entsprechend Sicherheit gibt. 10 Wochen nach ihrer letzten Verletzung holt sich Sabine Spitz mit eben dieser Sicherheit in Andorra ihren 2. Weltcupsieg. Auch das wieder untrügliches Zeichen ihres unbändigen Willens. Neben den internationalen sind Sabine Spitz aber auch nach wie vor die nationalen Wettbewerbe wichtig. Allein 12 deutsche Meisterschaftstitel seit 2001 sprechen da für sich. In diesem Jahr eine besondere Herzensangelegenheit, die Heim-DM in Bad Säckingen. Vor heimischem Publikum, vor den Leuten hier aus der Region zu fahren, den Sport den Leuten hier nahe zu bringen. Du hörst überall eigentlich deinen Namen, du wirst von allen angefeuert und das pusht einfach, das macht sehr viel Spaß. Bei der Präsentation des Hauptsponsors im Vorfeld der deutschen Meisterschaften war Sabine Spitz als Namenspatin vor Ort. Mit ihr dabei auch das komplette Sabine Spitz Highbike Pro Team. Ja, es ist schon mal einzigartig, mit Sabine Spitz im Team zu fahren. Ja, denke ich mal, das Aushängeschild im deutschen Mountainbikesport als Olympiasiegerin. Wir haben es auch gut untereinander. Wir können viel von Sabine profitieren. Sie hat eine riesengroße Erfahrung und es passt. Das Profiteam um Sabine Spitz. Eine gelungene Mischung aus routinierter Erfahrung und jugendlicher Frische. Und auch an ihre eigenen Karriereanfänge kann sich Sabine Spitz noch gut erinnern. Das war das Rennen, wo ich Letzte wurde. Ein letzter Platz als Startschuss einer Weltkarriere. Sabines Mann Ralf hatte die damalige Freizeitsportlerin vor 20 Jahren zum Mountainbiken gebracht. Zu einem Sport, der sie seither nicht mehr losgelassen hat. Seit ich damals mit 22 begonnen habe, habe ich sehr viele hoffnungsvolle Nachwuchstalente gesehen. Und es ist eigentlich schade, dass eigentlich da nicht wirklich da auch substanziell was in der Elite dann auch verblieben ist. Wenn man von den Nachwuchsklassen in die Elite kommt, man muss sich ja auch noch eine gewisse Durststrecke überstehen. Helen Grobert gilt als Deutschlands größtes Nachwuchstalent im Mountainbikesport und eine, die es schaffen kann. Die 22-Jährige fährt in der U23-Nachwuchsklasse und ist Sabine Spitz auf den gemeinsamen Weltcup-Stationen natürlich bereits aufgefallen. Also sie hat sicher auch noch genügend Spaß am Mountainbiken, am Wettkampffahren. Und technisch ist sie fährt eigentlich auch recht gut. Also ich hoffe, dass sie auf jeden Fall dabei bleibt und dass sie auch, auch wenn es wirklich dann auch in die Elite reingeht, da vielleicht auch noch mal vielleicht auch so eine Zusatzmotivation dann auch dadurch erzielt. Nach der Werbung, wir besuchen Helen Grobert zu Hause in Freiburg. Die Nachwuchsbikerin hat von der Olympiasiegerin viel Lob bekommen. Wir schauen, wer sich hinter diesem jungen Mountainbike-Talent verbirgt. Außerdem, die beiden BMXer Luis Bretthauer und Mike Bayer zeigen uns, dass man auch auf kleinen Rädern großen Spitzensport betreiben kann. Olympiasiegerin Sabine Spitz, Deutschlands Aushängeschild im Mountainbiken, hat noch lange nicht genug vom Profisport. Und Nachwuchshoffnung Helen Grobert, die 22-jährige Mountainbikerin, hat das Potenzial, einmal in die großen Fußstapfen der Sabine Spitz treten zu können. Diese beiden Jungs sind auf wesentlich kleineren Rädern unterwegs. Die Rede ist von Bicycle Motocross, kurz BMX. Luis Bretthauer, 21 Jahre, fünffacher deutscher Meister. Und Mike Bayer, 26 Jahre, mehrfacher deutscher Vizemeister.
Die beiden Schwaben haben sich in Stuttgart im Kellergeschoss einer alten Lagerhalle mit viel Eigenarbeit und wenig Geld eine auch wintertaugliche BMX-Race-Strecke geschaffen. Optimale Trainingsverhältnisse sehen im internationalen Vergleich jedoch natürlich anders aus. Wir werden so gut es geht doch irgendwie gefördert und wir sind auch froh mit dem, was wir haben. Natürlich erhoffen wir uns mehr, aber unsere athletischen Trainingsbedingungen, also am Olympiastützpunkt Stuttgart, sind perfekt. Physio-Betreuung ist gut. Nur wünschen wir uns natürlich noch eine Weltcup-Trainingsstrecke. You ready? Watch the game. 2015 soll ihr Traum von einer eigenen deutschen Weltcup-Supercross-Strecke in Erfüllung gehen. Der Platz scheint in Bad Cannstatt nun endlich gefunden. Einzig die Finanzierung ist noch nicht komplett in trockenen Tüchern. Der Reiz bei uns im Sport ist wohl in erster Linie die Geschwindigkeit. Wir sind ja ziemlich schnell unterwegs, zumindest auf unseren Weltcup-Strecken, so zwischen 50, 60, fast 70 Sachen manchmal. Dann eben unsere größten Sprünge, das Fliegen und das Ganze dann eben noch mit 7 anderen nebeneinander, also dass es halt echt eng wird. Das heißt, das Adrenalin pur. Zurzeit trainieren die beiden BMX-Racer mit Bundestrainer Simon Schirle auf den umliegenden Vereinsstrecken, fahren so oft es geht zu Trainingslagern auf die Weltcup-Strecken ins benachbarte Ausland. Der junge BMX-Bundestrainer arbeitet mit seinen beiden Aushängeschildern bereits seit mehr als 5 Jahren zusammen, kennt ihre Stärken. Luis ist ein sehr, sehr ehrgeiziger Typ. Also er gibt eigentlich nie nach, egal in welcher Beziehung. Er ist sehr, sehr technisch und ja, durchsetzungsstark. Mike ist eher ein ruhiger Typ, technisch auch sehr, sehr guter Fahrer. Anders wie Luis, aber anderer Fahrstil, aber auch sehr, sehr gut. Und Mike ist natürlich auch ein Typ, der fokussiert und die Sache reingeht und mal durchziehen kann. Luis Bretthauer und Mike Bayer, beide extrem ehrgeizig. Beide haben Olympia und Rio 2016 fest im Visier. Es ist halt genau der Traum von Sportlern, halt dahin zu kommen, weil es wirklich halt einzigartig ist und nicht viele Leute das eigentlich sagen können, dass man bei Olympia am Start war und vielleicht nur gut Abschluss hatten. Ich denke auch, dass es einfach das größte Sportevent der Welt ist. Das Besonderste, dass das mit am meisten Ruhm und Ehre verbunden ist und dass es einfach das Größte ist, für einen Sportler dort dabei zu sein. Auch die anderen Sportarten zu sehen und die Sportler kennenzulernen. Und es ist einfach eine Lebenserfahrung, die man, wenn man sie nutzen kann, nutzen sollte. Diese Chance haben sie genutzt. 2012 in London sind die beiden als erste deutsche BMXer überhaupt bei Olympischen Spielen dabei. Als Vertreter einer Sportart, die nicht nur bei den Medien sehr gut ankommt. Und das ist schon Action pur, wenn wir dann eben mit 8 Mann, mit 60 Sachen oder mit sogar ein bisschen über 60 Sachen über unsere 14 Meter langen Sprünge springen. Das ist schon ein super Gefühl für den Sportler, aber auch bestimmt eine super Show für die Zuschauer. Mit dem Abschneiden in London sind die beiden nicht ganz zufrieden. Mike Bayer und vor allem Luis Bretthauer scheitern unglücklich bereits im Viertelfinale an der starken internationalen Konkurrenz. Die Erfahrung eines solchen Großereignisses schlägt sich für Luis Bretthauer aber bereits im Folgejahr nieder. 2013 sensationell WM-Bronze in Neuseeland für den Reutlinger. Luis Bretthauer und Mike Bayer, zwei deutsche Sportler in einer noch jungen olympischen Sportart. Die Olympia-Qualifikation für Rio hat bereits begonnen und beide scheinen bereit zu sein für ihre zweiten Spiele. Ebenfalls auf 2 Rädern geht es traditionell im Juli auch durch Frankreich. Bei dem Highlight des Radsportjahres, der 101. Tour de France. Für diese rund 30 Amateure ein ganz besonderer Moment. Noch vor den Profis können sie die 8. Etappe in den Vogesen befahren. Ein unvergessliches Abenteuer. Was für Abenteurer in der nächsten Saison angesagt ist, das gibt's auf der Messe Outdoor in Friedrichshafen zu sehen. Die Branche boomt in Deutschland. Mehr als 10 Milliarden Umsatz im Vorjahr. Tendenz weiterhin steigend. Hier am Bodensee werden die neuesten Trends und Innovationen vorgestellt. Bei Europas Leitmesse für den Outdoor-Sport präsentieren sich auch in diesem Jahr fast 1000 Aussteller aus 39 Ländern.
Sochi 2014, die Spiele der deutschen Skispringer. Hier holt Marinus Kraus nicht nur Gold mit dem Team, im Deutschen Haus gewinnt er noch mehr. Ist das jetzt ohne Scheiß? Für den Nachwuchs seines Heimatvereins, dem WSV Oberaudorf, räumt er 1.500 Euro bei einem Gewinnspiel ab. Hoch und weit hinaus. Das ist das Ziel der kleinen Nachwuchsspringer. Mit viel Mut und Eleganz wagt sich der Nachwuchs auf die Schanze. 1.500 Euro für den Nachwuchs. Auch dank Marinos Gewinn starten die Schützlinge des WSV Oberaudorf in eine vielversprechende Zukunft. Unter dem Motto Sprungbrett Zukunft treffen sich am Frankfurter Flughafen die Partner der Deutschen Sporthilfe. Im Zentrum des Meetings die Vereinbarkeit von Ausbildung, Berufseinstieg und Leistungssport dank Athletenförderung. Die Deutsche Sporthilfe ist ein ganz großer Faktor für uns. Ohne die Deutsche Sporthilfe wäre es wirklich schwer, unseren Sport zu betreiben. Die Deutsche Sporthilfe und ihre Förderer. Ein starkes Team hinter den Leistungssportlern. Auch Mountainbikerin Helen Grobert wird von der Deutschen Sporthilfe unterstützt. Wir treffen die junge Sportlerin vor ihrer Wohnung in Freiburg. Vor knapp 5 Jahren kam die 22-Jährige nach der mittleren Reife in den Breisgau, um hier ihre Karriere als professionelle Mountainbikerin weiter voranzutreiben. Das hat sich ergeben nach der Schule oder halt nach meinem Realschulabschluss, dass ich hier mein Abitur machen konnte und schön in Kombi mit dem Sport. Am Olympiastützpunkt Freiburg findet Helen Grobert die perfekten Bedingungen für den Spagat zwischen Leistungssport und Beruf. Jürgen Willrett ist sogenannter Laufbahnberater. Er kümmert sich um die duale Karriere von vielen Sportlern. Die Helen kam zu uns, als sie den Übergang gemacht hat, hier ins Sportinternat. Und wir haben dann gemeinsam überlegt, wie es nach der Schule weitergeht. Das heißt, ich habe dann entsprechende Beratung gemacht. Sie hat sich dann entschlossen, auch zur Bundeswehr zu gehen, Sportfördergruppe, und macht jetzt parallel eben ein Studium an der Pädagogischen Hochschule hier, Gesundheitspädagogik. Durch die häufige Abwesenheit durch Wettkämpfe und Trainingslager sind die jungen Spitzenathleten hin und her gerissen zwischen Studium und Sport. Für die Gesundheitspädagogik-Studentin steht im kommenden Jahr der Sprung in die Eliteklasse an. Zurzeit fährt sie noch in der U23-Nachwuchsserie. An der U23-Serie finde ich besonders, dass man in den 3 Jahren Zeit hat, mit ganz vielen neuen Erfahrungen, internationalen Erfahrungen zu wachsen und sich selbst auch besser kennenzulernen. Also ich finde, ich habe in der Juniorenzeit nicht so viel gelernt, wie ich jetzt in der U23-Serie sozusagen lerne. Und ich glaube, das ist eine gute Vorbereitung für die Eliteklasse. Diese wichtigen Lehrjahre versucht Helen Grober zu nutzen und ihr hoher Einsatz zahlt sich im laufenden Jahr aus. Nach gutem Saisonstart in Südafrika platzt beim 2. Rennen in Australien plötzlich der Knoten. Helens erster U23-Weltcupsieg. Da hatte ich auch echt den Mut und bin von Anfang an habe ich gekämpft und habe mich gar nicht erst irgendwo hinten eingeordnet und wollte endlich mal eine Medaille holen. Und dass es dann zum Sieg reicht, das hätte ich, daran habe ich davor nicht gedacht. Aber es hat sich halt dann einfach ergeben, weil alles so 100% gepasst hat. Es war, ja, tolle Erfahrung. In der Nachwuchsklasse fährt Helen Grobert eine bislang überragende Saison. Dabei, neben dem Sieg in Australien, ganz sicher der Höhepunkt. Ihr erster Auftritt im weißen Trikot der Weltcup-Führenden beim Heimrennen in Albstadt. Ich war so stolz, als ich jetzt das weiße Trikot in Albstadt beim Heim-Weltcup präsentieren durfte. Ich habe es dann leider verloren, aber ich habe noch ein paar Weltcups, um es mir wieder zurückzuholen. Und ich werde dafür kämpfen und hoffe, dass es klappt. Zur Halbzeit der Weltcup-Serie ist Helen Grobert Gesamtzweite mit Tuchfühlung zur Weltspitze. Auffällig bei der 22-Jährigen, dass sie nicht nur mit jeder Menge Ehrgeiz bei der Sache ist, sondern immer auch mit jeder Menge Spaß. Wir sind hier gerade auf unserem Lieblings-Downhill hier in Freiburg, am Rosskopf-Downhill. Hier sind so viele Sportler unterwegs und der Downhill, der macht einfach mega Spaß. Helen Grobert stammt aus einer sportlich vorgeprägten Familie.
Vater Markus trainiert sie in Abstimmung mit dem Bundestrainer. Ihre Geschwister, wie hier Schwester Hanna, geben im heimischen Training den emotionalen Halt. Helen Grobert, das hoffnungsvolle Nachwuchstalent. Eine sehr bodenständige und sehr realistische junge Sportlerin, auch was ihre eigene olympische Zukunft betrifft. Für mich ist es ein Megatraum. Dieses Jahr hätte ich auf jeden Fall noch nicht die Chance zu gehen. Und weil die Sabine und die Adelheid Murat einfach noch viel, viel zu stark sind und einfach ein zu hohes Niveau haben. Aber Ziel ist es für mich, auf dem Weg dorthin erfolgreich zu sein. Olympia, der Traum aller Sportler. Natürlich auch Helen Groberts großes Ziel. Und ihr Idol, ganz klar, die Olympiasiegerin. Sabine ist ein Vorbild für mich. Ich glaube, niemand in Deutschland oder international hat das erreicht, was sie erreicht hat. Und sie ist die deutsche Queen. Da schaut man schon hoch zu ihr. Zurück in Bad Säckingen, bei eben dieser Mountainbike-Olympiasiegerin Sabine Spitz. Die 42-Jährige blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück und feilt auch nach 20 Jahren Leistungssport noch täglich an ihrem Erfolgsrezept. Ich bin sicher sehr fokussiert und ich glaube, das ist sicher auch eine große Stärke von mir, dass ich auch mit Druck in Anführungszeichen sehr gut umgehen kann. Im laufenden Jahr konzentriert sich Sabine Spitz auf die großen internationalen Meisterschaften. Nach Silber bei der Marathon-WM im Juni liegt der Fokus nun auf der Cross-Country-WM Anfang September in Norwegen. Über allem steht aber bereits ein Fernziel. Rio de Janeiro, ihre dann fünften Olympischen Spiele. Es wird an sich auch nicht so sein, dass nur der olympische Gedanke für mich zählt, sondern wenn ich bei Olympia dabei bin, dann möchte ich auch um die Medaille mitfahren. Vor der Süße des Erfolges steht aber erst einmal wieder die Quälerei des Augenblicks. Mit Sabine Spitz ist auf jeden Fall auch in Zukunft zu rechnen. Und vielleicht ja sogar wieder in Rio 2016. Vision Gold wurde Ihnen präsentiert vom Versicherer der deutschen Olympiamannschaft, Zürich.